Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bellride. Ja, ich habe jetzt eine ganze Woche lang nichts gemacht. Also falls sich jemand gewundert hat, dass einfach kein neuer Teil rauskam. Ich hatte so eine schulische Maßnahme, so einen Mathekurs, der die ganze Woche ging. Und da war ich so platt abends, dass ich nicht mehr aufnehmen wollte. Das ist halt hier einfach nur ein Hobby, ne? Ich habe halt immer noch sehr viele andere Sachen zu tun nebenbei. Aber trotzdem geht's jetzt erstmal weiter. Also ich fahre zwar jetzt noch nächste Woche in den Urlaub, eine Woche lang, aber ich versuche vorzuproduzieren, weil ich die Tage davor auch frei habe. Also, ne? Wir gehen alles mal ein bisschen gechillter an hier. Ansonsten muss ich erstmal wieder reinkommen. Ich weiß gar nicht, was wir zuletzt gemacht haben. Ich glaube, das hier. Sieht jedenfalls so aus. Ja. Und damit herzlich willkommen. Let's go. Wir haben den Zimmermannshammer jetzt endlich erforscht. Das heißt, wir können das Ding selber herstellen. Das heißt aber auch, wir müssen ein neues Forschungsprojekt machen. Ich muss erstmal wieder in die Controls reinkommen. Ich habe nämlich in den letzten Tagen sehr viel Soul Mass gespielt. Falls euch das ein Begriff ist, ist ein neues Survival-Game, Early Access, was schon sehr, sehr gut aussieht und sehr, sehr gut funktioniert. Also es ist eine sehr gute Mischung zwischen Ark und Conan Exiles. Jetzt bin ich kurz nicht drauf gekommen. Conan Exiles, genau. Weil man, also es gibt jetzt keine Dinosaurier wie in Ark, aber man kann halt feindliche Barbaren im Prinzip mit einer Art Magie davon überzeugen, dass die bei einem mitmachen. Also, und dabei gehen die auch K.O. Also es fühlt sich sehr an wie ein Tame von einem Dino in Ark. Aber auch irgendwie, weil man die natürlich, wenn die K.O. gehen, auch aufladen kann und dann mit denen zurück in die Base erlatscht, fühlt sich das auch sehr an wie dieses Sklaven-Einsammeln von Conan Exiles. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich hab sehr viel gegrindet, also der Grind ist unglaublich. Ich bin jetzt kurz davor, den ersten Boss zu besiegen und habe irgendwie eine Woche lang gegrindet dafür. Also es ist geil, kann ich euch nur empfehlen. Vielleicht werde ich das mal irgendwie in einem Stream spielen oder so. Mal sehen. Weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir den Mischeimer auch mal erforschen sollten, weil der ja, so wie das hier steht, warte mal, wo stand das jetzt? Ah, ich kann nicht nochmal gucken, wo das stand. Der macht anscheinend aus Lehm, der macht halt Lehm aus Stroh und anderen Sachen und so. Also wir werden den erstmal erforschen. Warum nicht? Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich Stroh herstelle. Weil ich brauche hier für die Dings brauche ich 20 Stroh. Kriege ich das nur über Getreide anbauen und dann sensen und so? Oder kriege ich das auch irgendwie anders? Weil es gibt ja hier genug Gräser und so. Also das da vorne könnte man vielleicht sensen hier, sowas, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob das funktioniert. Weil hier ist auch kein Point, wie hier zum Beispiel, ne? Wo man sagt jetzt hier, benötigt ein spezielles Werkzeug oder so. Keine Ahnung. Aber Felder sehen erstmal gut aus, ne? Also sehr viel Flachs bauen wir natürlich an. Ist immer gut. Flachs brauchen wir. Hier ist ein bisschen Baumwolle noch. Schön. Und das andere Feld müsste, glaube ich, mit Gemüse voll sein mittlerweile mal. Ich sehe ja schon eine Rübe. Sehr präsent. Und der Rest. Radieschen. Nimm einen Radieschensamen. Nimm 17 Radieschen. Ui. Aber, okay, ein Radieschensamen auf 3 Radieschen. Also die Samen sind halt sehr, sehr selten. Das ist natürlich doof. Ich dachte, dass ich zumindest immer aus einem, wenn ich die anbaue, dass ich zumindest immer einen Samen rausbekomme oder so. Aber nö,
Nope. Sehr schade. Ja, ich muss mich wieder an die Steuerung gewöhnen. Hier werden Pilze geräuchert. Schön. Und hier brauchen wir noch ungefähr, das heißt ungefähr, wir brauchen noch 53 Bretter. Holzplanken. Entschuldigung. Holzplanken. Drei Holzplanken machen wir aus einem Baumstamm. Hm. Oh, sie macht hier gerade. Oh, das ist sehr gut. Warte mal, da haben wir doch... Haben wir da eingestellt... Ach so. Der soll immer 6 Holzplanken machen. Ins Lager tun. Okay, aber wenn wir die gleich in die Baustelle reintun, macht er ja so lange, bis wir die Baustelle voll haben, hoffe ich. Es gab zwischenzeitlich ein Update, also beziehungsweise an dem Tag, wo ich das letzte Video aufgenommen habe, kam noch ein Update raus. Es soll wohl jetzt einen Förster geben, der Bäume pflanzt. Ne? Also, wo man im Prinzip wieder aufforsten kann. Ich hab Bock, irgendwie das Banditenlager hier vorne wegzumachen. Wir gehen mal dahin. Vielleicht schaffe ich das alleine. Ich denke schon. Ist ja nur ein einfaches. So, da vorne ist schon jemand. Ist das der Speer vom Banditenlager? Ah! Nee, es ist ein Wolf. Okay, alles klar. Na, komm her. So. Wolf haben wir schon mal erledigt. Haben wir noch irgendwie sowas wie eine Bandage oder sowas? Nee, aber natürlich nicht mit. Ah. Uncool. Hallo, Banditen! Wo seid ihr? Da hinten sind, ah ja, hier sind 3. Okay. Kommt mal her. So, der eine hat vorne, der hat nicht mal ein T-Shirt an. Das wird einfach. Ich lots erstmal ein paar raus hier. Rauskiten. So, der andere sieht gefährlich aus. Und der ganz hinten hat wahrscheinlich einen Bogen. Wenn ihr mich jetzt besiegt, komme ich mit Verstärkung, Freunde. Ich muss gehen. Ich habe noch einen Lebenspunkt oder so. Keine Ahnung. Ich muss mich erstmal verpissen. So. Bin ich erstmal wieder in Sicherheit, aber ich muss, ich brauche Life. Oh, okay, das ist der... Aber der hat schon wieder Full Life. Naja, fast. Ja, ich komme jetzt mit meinem ganzen Dorf. Da vorne kommen meine Leute, gleich greifen wir an. So, mit meiner kleinen Armee greifen wir jetzt an. So, die haben jetzt gar keine Chance mehr. Los. Attacke. Sehr schön. Ich schnapp mir den Bogenschützen. Schön. Easy peasy. Vielen Dank, Leute. Wir haben das Banditenlager besiegt. Dankeschön. Gucken wir mal, was da für Beute so drin ist. Und was die so für Beute dabei haben. Das ist natürlich viel wichtiger. Banditenflagge beanspruchen. Bereits geplündert. Was heißt das? Seit wann gibt es eine Banditenflagge und wie kann ich die beanspruchen? Kämpfen die dann für mich oder was? Wie darf ich das verstehen? Aber das ist auch neu. Das gab es vorher nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe ja schon ein Banditenlager vernichtet. Da war... Aber gab es da eine Flagge? So, hier hinten das Banditenlager könnten wir noch kalt machen.
Dann haben wir zumindest hier schon mal einen großen Bereich geklärt. Was ist das hier? Überreste? Hä? Seit wann gibt es denn so einfach so Überreste irgendwie mitten in der Welt, ohne dass ich... Also das ist ja eigentlich ein Point gewesen für eine Falle. So ein Point of Interest für eine Falle. Aber irgendwie... Was gab's da jetzt? Ein Rohstück. Ein Stück rohes Fleisch. Und ein Fell. Oh, ich muss jetzt mal wieder einen Ventilator machen. Ey, es ist wirklich warm zurzeit. Wenn man hier vor vier Bildschirmen sitzt. Die nochmal alle wie eine Heizung sind. Vier Riemen gab das wieder. Sehr schön. Nee, fünf. Fünf. Hier unten waren ja auch noch welche. Nice. Ein paar Fische. Können wir auch wieder braten. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal Fische gebraten? Haben wir überhaupt schon mal Fische gelootet? So, wir haben eine Menge Radieschen gerade. Und viele Radieschen geerntet. Hier sind auch noch viele drin. Okay, Holzplanken läuft langsam. Kupfernägel müssten wir noch herstellen. Haben wir noch Kupferbarren? Gucken wir mal. Aber hier haben wir noch ein Kupfererz. Kupferbarren, Zinnbarren, Bronzebarren. Nee, Kupferbarren haben wir nicht. Haben wir noch ein Kupfererz, nehme ich noch ein bisschen Holz mit und dann brennen wir uns mal zwei. Und dann machen wir daraus Kupfernägel, die wir dann wieder für die Baustelle brauchen. Oh, hier, guck mal. Da ist ja ein richtiger Lachs dran. Richtiger Flammlachs. Top. Geräucherter Fisch wird gerade hergestellt. Schön. Okay, wir haben jetzt zwei Kupferbarren. Daraus stellen wir jetzt Nägel her. Kupfernägel. Ja. Wie viel macht er davon? Ich bin mir halt nicht mehr sicher. Er steht auch nicht da. Ach doch, da. Fünf. In Klammern fünf. Okay. Also ein Kupferbarren macht fünf Nägel. Dann kriegen wir jetzt 10 raus. 2 haben wir schon in der Baustelle. 17 brauchen wir aber. Das heißt, wir brauchen noch einen Kupferbarren. Merkt ihr, dass ich beim Mathekurs war? Hä? Hä? So, die 10 Nägel sind fertig. Forschung ist abgeschlossen. Mischeimer haben wir jetzt. Ich muss demnächst auch mal so ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. In wo haben wir welche Werkbank hier und so, keine Ahnung. Ist alles ein bisschen wild hier. Die Plankenherstellung habe ich auch nur hier hingesetzt, damit wir hier einfach die Planken gleich haben. Weiß auch nicht, warum dieser Materialablageplatz einfach so riesig ist für das Ding. Aber wahrscheinlich damit alles hinpasst und so. Wenn theoretisch, du baust das Teil und du hast alle Ressourcen und die ja gleich rein zu donnern, braucht anscheinend diesen riesigen Platz hier. Keine Ahnung. Okay. Nee, wir brauchen 15 Kupfernägel. Achso, warum hatte ich 17 auf dem Schirm? Keine Ahnung. Jedenfalls brauchen wir noch 3 Kupfernägel, verstehe. So, wir brauchen aber auch ein neues Forschungsprojekt. Und da gucken wir mal, was wir jetzt... Drescher. Ein Arbeitsplatz zum Trennen von Weizenkörnern und Stroh. Ja... Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal Weizen, ne? Ja, also zum Erforschen auch schon brauchen wir Weizen. Hm. Aber ich weiß nicht, wo ich Weizen herkriegen soll. Komm, wir erforschen hier so ein kleines Schwert. Dafür haben wir eigentlich alles. 3 Riemen, ein Bronzebarren haben wir auch noch, Holz haben wir auch noch. Also easy. Erforschen wir das Ding erstmal und dann gucken wir mal, ob wir das ausrüsten können schon bei irgendjemandem. Oder ob ich sogar das ausrüsten kann.
Boah, Entschuldigung. So. Wir haben ja noch ein, eine Spitzhacke im Inventar. Ich guck mal kurz, was wir dafür brauchen, um die zu reparieren. Einfache Spitzhacke brauchen wir Holz und einen Riemen. Um das zu reparieren, brauche ich einen Riemen. Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Riemen. Und Holz. Haben wir hier Holz? Nein. Haben wir hinten Holz? Weil ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Holz. Habe ich noch eine Axt? Ja, habe ich. Okay. Sollte reichen, um den Bums zu reparieren. Und dann holen wir uns nochmal ein Kupfererz. Dann machen wir noch mal, brennen wir nochmal einen Barren draus und können die letzten Nägel herstellen. Mal sehen, wie lange es braucht, bis ich wieder einen... Bis ich endlich einen Kupfer hier rausbekomme. Ah ja, okay. Also ich würde sagen, so eine Minute hat es gedauert jetzt. Aber es war auch, glaube ich, ein bisschen Glück. So, dass der zweite... Also es dauert schon echt lange. Vor allem, also es, ich denke mal, es liegt auch an der Hacke. Wir haben, glaube ich, gerade Ernten 4 gelevelt. Schön. Also entweder haben die das geupdatet oder ich bekomme gerade ganz gut Kupfererz hier raus. So, jetzt haben wir noch einen Kupferbarren und können die letzten Nägel herstellen. So, da sind die letzten Kupfernägel und wir haben dieses neue Schwert erforscht. Da gucke ich gleich mal, was wir dafür brauchen, um das zu fertigen. Ach, guck mal, bei Ernten 4 Chance auf zusätzlichen Ernteertrag 12%. Uiuiui. Schön. So, benötigt Stärke 1. Haben wir Stärke 1? Haben wir. Ja, sehr gut. Dann können wir das Ding benutzen. Brauchen wir dafür irgendwie Herstellung? Krass, nö. Wir brauchen einen Bronzebarren, zwei einfache Schnur und 5 Holz. Okay. Bronzebarren könnte jetzt schwierig werden. Da müssen wir, glaube ich, erstmal einen wieder brennen. Und da muss ich erstmal Zinn holen. Aber machen wir gleich mal. Und wenn wir dann die neue Waffe haben, dann probiere ich nochmal ein Banditenlager alleine. Ja. Ich ganz alleine. Vielleicht das hier unten. Ja. Das sind, glaube ich, auch die, die uns immer von der Brücke aus angreifen. Und ich glaube, wir schmälern die Chance, angegriffen zu werden, wenn wir Banditenlager vernichten. Und wir steigern die Chance, angegriffen zu werden, wenn wir so ziehende Banditen vernichten. Weil die kommen ja aus irgendeinem Lager. Und das Lager bekommt dann mit, okay, die haben unsere 2, 3 Leute gekillt. Die greifen wir an demnächst. Irgendwann soll man ja hier auch von dem König angegriffen werden. Also von der königlichen Armee oder so, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Wir kriegen auch gerade echt viel Holz, Baumwolle, nicht Holzwolle, Baumwolle. Also das wird wahrscheinlich auch sehr wichtig sein für Kleidung und so. 19 Baumwolle haben wir jetzt schon. Das ist mächtig, mächtig viel. Oh, hier sind nochmal 27 drin. Krass. Okay. Nehmen wir mal das Kupfererz. Und dann ein bisschen Holz. Aber ich glaube, wir schlafen erstmal, oder? Ach nee, der brennt noch. Warte, 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 warte. Der brennt noch. Das heißt, jetzt ist er aus. Na toll. Habe ich gerade einen Bronzebarren genommen? Ja. Okay. Dann brennen wir erstmal, bevor wir schlafen gehen. Also wir müssten auch gleich Herstellung 4 erreichen. Da fehlen nicht mehr 4 Punkte. Ja, jetzt haben wir Herstellung 4. Kann aber auch nochmal ein Buch lesen. Was haben wir hier? Einhandwaffen? Ja, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann lesen wir da nochmal ein Buch. Gerade jetzt, wenn wir dieses kleine Schwert dann bauen wollen.
Ja, jetzt fehlt uns Holz für den Bums hier. Da haben wir aber nichts mehr da. Na gut. Aber wir haben ja jetzt genug Bronzebarren. Ich packe mal den Rest wieder ins Lager. Ins Inventar, würde ich mal sagen. Ins Lager. Also was wir hier so anzinnbaren und so. Oh, das Lager ist voll. Können wir nichts mehr reintun. Wie sieht's hier aus? Ist auch voll. Beide Lager sind voll. Das ist sehr schlecht. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir wirklich noch ein neues Lager bauen? Wir haben eindeutig zu viel Flachs hier drin. Einfach über 200 Flachs hier drin. Vielleicht sagen wir jetzt mal auf den Feldern kein Flachs anbauen mehr, bitte. Warte mal, das müsste das Feld hier vorne sein, ne? Gar kein Flachs mehr, bitte. Danke. Bei dem anderen Feld auch, weil Flachs, über 200 Flachs jetzt, also das, wie viel haben wir hier? 102, 122, also wir haben einfach zu viel Flachs. Wir haben einfach mit Flachs krass übertrieben. So baue ich mal das erste Schwert, würde ich sagen, oder? Ein Rondell. 5 Holz braucht das Ding, okay. Aber, also die Herstellungsgeschwindigkeit läuft schon, würde ich sagen. Also ist schon mehr gewohnt durch Herstellung 4 jetzt. Okay, jetzt gucken wir mal. Zack. Boah, das ist aber wirklich, also das ist ja, also das ist ja Zahnstocher. Aber wir gucken uns jetzt mal kurz die Werte an. So. Schneiden 21, durchdringen 18. Geschwindigkeit 107. Hier, der hat auf jeden Fall Geschwindigkeit, also es ist langsamer und stumpf 26. Ha. Also das ist ja wirklich, also... witziges kleines Teil. Hm. Was ist denn ein Sachs? Schneiden 28, durchdringen 8. Zinnbaren Holz und Riemen. Ist das ein besseres Schwert? Ich glaube ja. 2 Zinnbaren, Holz und Riemen. Sollten wir haben, sollten wir forschen können. Also, vielleicht ist es besser als dieser kleine Zahnstocher, den ich gerade gemacht habe. Hier ist schon wieder voll. Müssen wir die Kupferbarren hier drüben reintun. Ja. Aber ich kann ja mal Planken herstellen aus dem Baumstamm. Aber ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dieser Folge Bellride. Ich will mal mit IG Dynasty sagen. Nee, wir spielen ja Bellride. Und hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Ein Like unter das Video und vielleicht auch ein Kommentar für den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.